So, Leute. Ich habe gehört, ihr habt Bock, eure eigene erfolgreiche Söldnertruppe zu führen. Und ihr habt ausgerechnet bei meinem Cousin bei Grummels Laserrasur reingeguckt. Junge, der Typ hat nicht mal Haare am Sack. Das Einzige, was der jemals rasiert hat, waren die Achseln seiner Mutter. Und ausgerechnet da wolltet ihr das erfolgreiche Führen einer Söldnerkompanie lernen. Ja, ja, gut. Jeder macht mal schlechte Erfahrungen im Leben, aber kein Problem, ihr seid ja jetzt schließlich hier. Bei Feuersturms Empire. Aber bevor ich euch Knallköppen da draußen erzähle, wie man es richtig macht, gibt's da einen bei mir, den Typen habe ich schon gefressen seit Jahrzehnten. Knöperkalle. Der denkt, der kann's besser als ich. Der hat mich herausgefordert. Feuersturms Empire. Auf dem Schlachtfeld. Und ich habe gesagt, okay, Knöperkalle. Wenn du es haben willst, dann kann ich es dir besorgen. Ist überhaupt gar kein Problem. Deine beste Lanze gegen meine beste Lanze. Wir treffen uns alle 30 Tage und machen es untereinander aus. Wie echte Männer. Und dann wirst du sehen, Knöperkalle, dass deine lächerliche Schwester hier bei mir hinten genau richtig ist. So, das ist meine Lanze und das sind meine Boys. Wir haben Apex im Vindicator, Buckshot im Panther, Sumo im Jenner und Paradise in dem Kommando mit KSR-Ausrüstung. Damit geht's jetzt runter in die Arena und Knöperkalle, damit werde ich dir so richtig den Arsch aufreißen. Oh, sind wir schon da? Oh, gar nicht richtig wach. Ah, okay, let's go. Wie sieht die Arena denn überhaupt aus? Okay, der Feind wird hier hinten sein. Knöper, ich mach dich so fertig, Alter, mein Boy. Okay, noch hat sich der Halunke nicht gezeigt. Der ist quasi invincible. Invincible. We've got an unknown on sensors. Da ist die Sau. Da ist die Sau, mitten durch den Fluss. Haha, was für ein Noob. Mitten auf offener Fläche stellt er sich hier dem Feind, ey. Ich fass es nicht. Ich bin gespannt, ich habe nämlich keinen Sensor-Lock mitgenommen. Ich habe absichtlich keinen Sensor-Lock mitgenommen, weil ich der Meinung bin, ich will schnell und hart zuschlagen. So, jetzt können wir nicht mehr warten. Jetzt heißt es, einen nach den anderen moven. Und als erstes bemove ich mit Buckshot hier hinten in den Wald rein. Schön die Füße flach halten. Oha, Knöper hat einen Initiative 5, die Sau. Ah, die miese Drecksau hat einen Taktikexperten genommen. Ich fass es nicht, ey. So ein Halunke. Ja, das wird jetzt ewig so weitergehen. Bis wir wirklich in den ersten Feuerkampf eintreten, werden wir immer abwarten, abwarten, abwarten. Weil sich jetzt komplett zu moven und dann den Gegner komplett moven zu lassen, dann kann man sich auch direkt einen Kopfschuss geben. Da ist die. Hat sich hier verteilt. Zwei linker Wald, zwei rechter Wald. Das heißt, ich könnte jetzt versuchen, eine Flanke zu stürmen. Tjomin, Jung. Das war wohl nichts, wa? Nicht so rasant unterwegs. Okay, der Jenner. Was ist das für ein Jenner? Okay, ein ganz normaler Standard-Jenner. Hier habe ich meinen Superschützen. Den würde ich auch ganz gerne so weit wie möglich im Hintergrund behalten. Ist auch mein bester Schütze. Der müsste eigentlich ganz gut treffen. Und seine Deckung wird ihm nichts bringen, weil ich... Oh nein, habe ich mich jetzt verbewegt? Nee, ich wollte gerade sagen. Ich werde nur mit der PPK schießen. Wenn ich ihn treffe, bringt ihm seine ganze Deckung nichts. Apex, was ist los mit dir? No joy. Ja, no joy. Hab ich gesehen, dass das no joy war. Da kommt sein Vindicator, okay. Beide dort im Waldstück jetzt. Ich hab halt auch voll auf die Karte ausweichen gespielt. What's up, Commander? Und jetzt hoffe ich, dass seine anderen beiden so weit weg sind, dass wenn er hier crossen will zum Support, dass ich die halt abfangen kann. Hat er 5 Mechs? Ich habe doch da hinten 2 rote Punkte gesehen. Erzähl mir doch keine Märchen. Ich habe mich verguckt. Da ist nur einer.
Das ist jetzt natürlich bitter. Das ist jetzt natürlich richtig bitter. Komm, Paradise. Du hast so viele Evasion-Marker, da kann eigentlich gar nichts schief gehen. Man sieht auch gleich wieder, wer von uns die Eier in der Hose hat, ne? Knöperkalle versteckt sich hier wieder nur in seinen Wäldern und macht gar nichts. Er spielt den Spider? Der spielt nie den Spider! Ich hab ihn da jetzt eigentlich ganz gut in die Enge gedrängt. Eigentlich habe ich ihn da echt ganz gut auf dieses Stückchen Wald begrenzt und ich habe den Rest der Karte. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, was ich mit dem Rest der Karte anfange. Er wird da auch nicht rauskommen, er kommt garantiert nicht vor, das ist so eine Pussy. Es sind keine Mech-Krieger, die da bei ihm arbeiten. Das sind alles Mech-Pussys. Na, guck mal einer an. Den habe ich da absichtlich hingestellt, mein Freund. Das war ein Bait. Das war so ein harter Bait, mein Jung. Okay, here we go. Here we go, Sumo. Gib's ihm richtig. Mmh! Nimm das, Alter. Richtig schöne Treffer da. Uhuhuhu. Na, Knüffer? Geht die Kimme schon auf Grundeis? Ich bin jetzt gespannt, ob er seinen Jenner da zuholt. Oder ob er jetzt merkt, dass der Panther da richtig kacke stand. Da kommt der Vindicator auch aufs offene Feld. Komm schon, Apex. Die PPK muss sitzen. Die PPK muss sitzen. Das waren 70 für dich. Von Feuersturm mit Liebe, mein Freund. Was hat denn der für Schützen dabei? Kann ja gar nichts. So wird es nichts werden, Knöperkalle. So wirst du hier einfach nur abgefrühstückt werden. Yes, Commander. Okay, Paradise, das wird deine Runde. Target acquired and locked in. Nice. Hat gelitten. Der Panther hat diese Runde richtig gelitten. Charmin, Jung. Und jetzt hast du deinen Spider auf Initiative 5. Komm mal ran auf den Meter. Den Jenner? Den Jenner als Ziel zu nehmen, ist natürlich gar nicht so verkehrt. Der muss jetzt eine volle Salve auf den abballern. Der hat null irgendwas. Kühlventil aktiviert. Volle Alpha Strike! Ah! Das war nicht gut genug, Sumo. Das war nicht gut genug. Ich bin gespannt, ob er jetzt weiter drauf geht. Ich habe halt die Ausweichmarke auf meiner Seite. Das ist halt das Movement. Knöperkalle, das Movement! Stillstand ist der Tod. Er muss jetzt eigentlich den Panther moven, sonst ist der nämlich weg. Ja. Guckt ihn euch an. Here we go. Here we go. Okay. Mist. Figures. Okay, er geht mit dem Jenner in den Wald. Der hat aber ganz schön Hitze, mein Freund. Der hat aber ganz schön Hitze. Okay, mein Freund. Okay.
Buckshot, it's time to go. Let's go! Es war leider echt ein sehr aggressiver Move mit dem Jenner hier rein. Ich hatte halt gehofft, ich krieg vom Panther mehr weg. Schön. Und jetzt die PPK, die muss treffen. Komm schon, Apex. Was Knöberkalle nicht bedacht hat, ist, dass dadurch, dass er seinen schwächsten Mech die Initiative 5 gegeben hat, ist er jede Runde vor mir dran. Und wenn er jetzt auf Abwarten drückt, dann bin erstmal ich dran. Das heißt, er muss eigentlich seinen Fünfer immer moven. Und das ist für ihn ein Nachteil, meiner Meinung nach. Er hätte das lieber in den Vindicator packen sollen. Oh, so ein Arsch, Alter. Da hat er Er hat halt realisiert, dass das eine gute Chance ist, um den endgültig zu killen, ne? Den Jenner. Feuer! Wow. Nichts. Oh, da kommt sein Jenner. Was macht der denn jetzt? Der will meinen finishen. Wird ihm wahrscheinlich auch gelingen. Schießt auf den Kommando? Wieso schießt er auf den Kommando? My armor is peeling away. Missklick? Fragezeichen? Yes, Commander. Na dann, schieben wir hier doch mal eine Runde Ringelpieps. Paradise geht rein, da kennt der nix. Das ist ein Ausweichkönig. Das ist ein Ausweichkönig. Baby. Ah! Tja, die KSR 4 ist hin. Come on, Buckshot, Buckshot, Buckshot! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Multishot. Not bad, Knöperkalle. Gute Idee, mit den Raketen den umfallen zu lassen. Und mit der PPK den anderen zu finishen. Leider nur nicht geklappt, ne? Los, Apex. Rotz ihn jetzt weg. Ich will diesen Spider jetzt tot umfallen sehen. Ich will, dass der in einer richtig schönen PPK-Wolke zerstäubt. Oh, da kommt der Jenner. Was hat der jetzt vor? Ja! Er hat ihn nicht bekommen. Er hat ihn nicht bekommen. Hau ab, Sumo. Rette dein Leben. Schwierige Entscheidung. Rein und finishen? Oder defensiv? Ich könnte in seinen Rücken springen, ne? Come on, Sumo, tut mir echt leid. Aber du musst leider nochmal. Du musst leider nochmal volle Kanone rein da! Nur der linke Arm weg. Scheiße. Watch my heat. I'm taking damage. Ist okay, Sumo. Ist okay.
Ich habe deiner Mama schon einen Brief bereitgelegt. Mann, Knöperkalle, ich hab dich so in der Zange. Bugshot! Multishot! Und... Ja, fein. Nein. Egal. Oh. Bugshot, ey. Es gibt Gehaltskürzungen. Bin gespannt, ob Knöperkalle jetzt endlich diesen Jenner finishen will. Oder ob er auf den Kommando geht. Er geht in den Nahkampf gegen den Jenner. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Nöper. Sehr aggressiv, aber nicht schlecht. Apex jetzt mit einem Multischuss auf den Panther, mit dem vollen Alpha-Strike und mit dem leichten Laser auf den Vindicator. 95%. Come on, Apex. Hau den Panther jetzt raus aus den Möhren. Boom, Baby! Boom! So spielt man Battletech. So, Knöper, was jetzt? Hä? Was jetzt? Was willst du jetzt machen? Wie willst du verhindern, dass ich deinem Vindicator in den Rücken komme? Wie willst du das jetzt verhindern, Knöper? Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, wie er das jetzt verhindern will. Der Kommando hat so eine Ausweichwertung, den trifft er nie im Leben. Nie im Leben trifft er den. Da bin ich ganz entspannt. Da wird nichts passieren. Das ist Paradise. Das ist Paradise. Das ist unhittbar. Unhittbar. Hier, mein Freund. Und dann ist mein Vindicator dran und kann nochmal in den Rücken gehen. Und ich werde dich so vernichten. Oh, der ging richtig schön in die Puppenherzen, ne? Hat es schon wehgetan? Hat schon wehgetan, ja? Hat schon wehgetan, sagst du? Dann zieh dir das rein, Bruder. Oh, dann zieh dir das rein. Zieh es dir richtig schön gemütlich rein. Nein, 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 warum? Sein Ernst? Er macht Death from above. Was ist mit dir los, mein Freund? Was ist mit dir los? Bist du unsicher auf den Füßen? Soll ich dich ein bisschen umschubsen? Oder lieber von hinten volle Möhre nochmal reinknattern. Oh, ja! Ja! Los! Mach es! Mmh. Runter! Ach, vollen Alpha-Strike auf Kramer, Mann. Was soll der Scheiß? Steh auf. Komm, steh auf. Keine PPK mehr. Der junge Mann ist erledigt. Kommt jetzt noch ein Todessprung, oder was? Wow. Was war das? Ein Todessprung? Das war ein scheiß Witz, Mann. Den Move, Leute. Ja, aber er schießt nochmal mit dem Laser. Genau. Genau. Keine Beine mehr haben, aber hier noch schön einen rauslümmeln wollen. Aufgegeben, der Junge, wa? Sorgt ihm mal eine ordentliche Crew, mein Freund. Oh. Ein bisschen im roten Bereich. Bisschen im roten Bereich. Du bleibst nicht cool, Apex. Du gibst ihm richtig. Und zwar jede Runde. Mitten in den Center Torso. Ja. Man muss ja sagen, der Kampfpilot da in diesem Jenner, der wehrt sich tapfer. Der wehrt sich tapfer, ja. Der wird quasi schon gekocht im Inneren seines Mechs. Und er ist trotzdem immer noch dabei und versucht sein Möglichstes.
So. Wollen wir auch mal einen Todessprung ansetzen, oder? I don't know about this. Und das, meine Damen und Herren, nennt man einen Todessprung. Mission successful. So, Knöperkalle, ich würde sagen, dann kratz mal deine Lanze da von diesem eisigen Planeten runter und bring die Jungs und Mädels mal auf Vordermann. Das war ja wohl gar nichts. Aber ganz ehrlich, was willst du erwarten? Knöper, wir sehen uns in 30 Tagen wieder. Kommst hoffentlich mit was Besserem vorbei als mit dem, was der hier... Nicht wartet! Nicht! Feuersturms Empire. Und obwohl mir die Meinung von solch Würmern wie euch eigentlich... an der Puppe vorbeigleitet, wie Dünnpfiff am Abend. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare zu diesem Format, postet sie einfach wie gewohnt unten unter den YouTube-Beschreibungstext. Und dann geht's hier weiter, wenn ich auch beim nächsten Mal, denke ich mal, dem Knöperkalle. Puperzepuder.